Hallo ihr Lieben, Strevete Mili, hello dears, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich zeichne heute wieder auf Wunsch ein Video und zwar einen Hund und er heißt Jack Russell Terrier. Habe auch gegoogelt, ein sehr süßer Hund, der kam mir total bekannt vor. Ich glaube, dieser Hund oder diese Rasse kommt in ziemlich vielen verschiedenen so Hollywood-Filmen vor. Zumindest habe ich so in Erinnerung. Und der geht eigentlich ziemlich einfach, vor allem wenn man ihn so von vorne malt. Also einfach so die Öhrchen und hier die Schnauze. Und dann hat man die Augen hier. Relativ mittig würde ich sie machen, damit er auch süß ist. Also hier einfach so zwei Knöpfe. Also das Video hat sich Otto Dietzen gewünscht. Liebe Grüße, vielen lieben Dank für die Idee. Und da ich mal wieder einen Hund zeichnen wollte, habe ich mir gedacht, das ist ein sehr süßer, den möchte ich auch zeichnen. Die Augen möchte ich ein bisschen weiter nach außen machen und möchte auch hier ein bisschen mehr Bäckchen machen. Seht ihr das? Ich kann das sehr gut verstehen, dass es euch nicht so, dass es für euch schwierig ist. Allerdings kann ich nicht mit einem schwarzen Stift einfach so anfangen, denn schließlich muss ja das gesamte Bild auch am Ende gut werden. Und ich zeichne nun mal so, wie ich auch ja, für mich zeichnen würde. Unser Näschen hier wird schwarz und er hat einen Mund. Ich werde aber relativ schnell mit anderen Farben anfangen. Also jetzt bin ich ein bisschen näher rangekommen, damit ihr das auch besser sehen könnt, wie ich die Augen mache. Die bekommen ganz leichte Wimpern und so eine süße Kugel. Also hier auch ganz leicht Wimpern und hier auch schöne süße schwarze Kugel. Er bekommt natürlich Glanz in den Augen. Und hier wird es relativ dunkel. Also er hat so richtig süße Knopfaugen. Den Rest mache ich mit einem Braun, das ich leider nicht besonders gut gespitzt habe. Dann habe ich hier dieses Näschen, das auch so eine ganz feine glänzende Stelle haben könnte. Hier sind die Nasenlöcher. Und hier werden wir ganz fein drunter auch dunkelgrau bzw. schwarz. Der Mund selbst ist klein, also ich mache ihn recht klein. Ja, so eine süße Schnauze, die hier so mit so einem Grau, also ich habe hier momentan kein polychromes Grau, sondern ein Faber-Castell Color Grip, glaube ich, oder so. Für die Augen und das Restliche, das ist ein Goldocker. Ich finde aber Goldocker nicht gerade die passende Farbe dafür. Ich suche noch den richtigen Braunton und finde ihn nicht. Das ist jetzt ein Stabilo. Also all diese Brauntöne gefallen mir eigentlich nicht. Die stimmen nicht mit dem überein, was ich hier auf den Bildern sehe. So, ihr Lieben, das war jetzt ein ziemliches Durcheinander, weil ich eindeutig nicht den richtigen Stift hatte. Das war schwierig irgendwie. Jetzt habe ich so ein Rostbraun, also das ist so ein gebrannt Ocker oder so ähnlich. Und ich hoffe, das ist der richtige Stift. Also ganz ehrlich, ich habe bei dem Polychromos nicht die schöne Farbe gefunden bis jetzt, die ich brauche. Und ich hoffe, dass genau jetzt mit diesem Stift das irgendwie funktioniert. Mal gucken. Auf jeden Fall wird unser Jack Russell Terrier eine weiße Schnauze bekommen, das gefällt mir sehr gut. Und hier seine Bäckchen sind auch in diesem schönen Rostbraun. Um die Augen herum müssen wir ganz leicht
hell lassen. Es ist aber nicht weiß, also da müssen wir genau den Ton finden, den man so braucht. Und drunter, unter den Augen muss das so ein bisschen besser werden. Hier für diese Schattengeschichte hier brauche ich ein richtiges Dunkelbraun, aber ich habe eher so ein schokoladiges Braun. Ist auch wieder so eine Sache. Also eigentlich sind es nicht wirklich die Töne, die ich gerne hätte. Das heißt, mein Jack Russell wird nicht unbedingt ein reinrassiger Hund, sondern eher so ein Danny zeichnet Jack Russell. Auf jeden Fall haben wir hier dunklere Flecken und die kann man dann später ein bisschen mit diesem Rostbraun ein bisschen übermalen. Es geht auch darum, dass vor allem, also bei Hunden ist es auch wirklich so, dass der Körper natürlich, also die Vorzeichnung muss stimmen. Was sehr wichtig ist, ist der Kopf. Am Kopf macht man oft so die Rasse aus. Ich mache öfter so verschiedene Varianten, die nicht unbedingt mit der Rasse stimmen. Und der Körper ist für mich aber eher, ja, ein paar Dinge müssen stimmen, also ein paar Sachen müssen wirklich charakteristisch sein. Aber am Körper kann man mehr drehen, also ihn niedlicher machen, so ein bisschen die Beine ja verkürzen und so weiter. Also das finde ich jetzt nicht so. Aber hier der Rest muss stimmen. Und hier das Ohr werde ich in diese Richtung drehen. Seht ihr, wie ich das, weil meine Vorzeichnung so leicht war, kann ich mir das hier jetzt erlauben, das auch mal in eine andere Richtung zu drehen. Und diese Freiheit, die genieße ich, die lasse ich mir auch. Hätte ich die Vorzeichnung mit einem sehr dunklen Stift gemacht, so wie das oft ja, gefragt wird oder gesucht wird, hätte ich das jetzt nicht mehr können. So sichere Künstler kenne ich gar nicht, die gleich mit schwarzem Stift alles machen. Ich habe bei meinen ganz einfachen Zeichnungen ganz am Anfang das auch gemacht, aber was ihr nicht wisst, ist, dass ich diese Videos oft bis zu 5 oder 6 Mal vorher gedreht habe und jedes Mal ein ganz anderes Ergebnis rausgekommen ist. Bis ich endlich so ein ganz kurzes Video-Tutorial hatte, wo ihr euch das mehrmals anschauen könnt, bis ihr so eine Katze oder so ein Delfin oder Robbe nachmachen könnt. Also das ist alles so, in den Videos ist, also man sieht das Ergebnis, aber man denkt immer, ja, kannst du das nicht anders. Es ist viel schwieriger, als man das in den Videos sieht. Hier drüber haben wir wirklich also so ein Augenlid, das auch hier ist. Also das kann ich hier ein bisschen mit Schwarz nacharbeiten. Also der Kopf, finde ich, muss schön sein. Und ich mag beim Kopf keine Kompromisse machen. Das ist aber nie wirklich perfekt. Also nie so, ich bin niemals so zufrieden mit meinen Bildern, wie ich es gern wäre. Der Anspruch ist einfach immer höher mit der Zeit, finde ich. Vielleicht bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich dann irgendwann alt bin, wird es mir vielleicht egal sein, aber momentan nicht. Und ich mag es, wenn meine Bilder perfekt sind. Ist so ziemlich die einzige Sache, bei der ich wirklich Wert drauf lege. Sonst Haushalt und alles andere, da bin ich ganz locker. Wissen alle. Hier brauchen wir jetzt ein bisschen Schatten. Und auch hier so ein bisschen da, wo sein Schnauze ist, einfach ein bisschen Schatten machen. Er hat auch so ganz feine Härchen, die kann man so rausziehen. Einfach so ganz fein, damit es wirklich süß aussieht. Und hier bräuchte ich vielleicht so ein bisschen eine Outline. So, und dann haben wir hier Flecken. Die Flecken sind ganz unterschiedlich. Also manche sind schwarz, manche sind beige. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das bei der Rasse wirklich sehr wichtig ist, was genau für Farbe
zum Beispiel ein Fleck hat oder der andere. Also ich habe hier mehrere Hunde und beide haben eher so, nein, ich habe mehrere Hunde und alle sind verschieden. Also einer hat hier den Schwanz in Schwarz. Dafür da oben so einen braunen Fleck. Also ganz unterschiedlich. So, dann hier haben wir so ein Schwänzchen, das ist auch sehr süß. Und hier ist auch der Rücken. Ansonsten ist der Hund eigentlich weiß. Jetzt können wir so, wenn wir wissen, wie der aussieht, können wir jetzt so ein bisschen mehr ausarbeiten. Und jetzt könnt ihr auch mehr Outline machen. Auf der helleren Outline, also auf dieser beige-orangen. Was mir auch noch nicht gefällt, ist der Mund hier. Also er guckt einfach anders. Ja, es ist natürlich auch ein Welpe. Also ich habe mir meistens die süßesten Hunde rausgesucht und wollte wirklich so eher so Welpenartiges machen. Und was mache ich bei Welpen am liebsten? Ich mache Hautton, da wo die Schatten sind, damit wir dieses Grau nicht haben, das ich hier bereits begonnen habe. Das mir aber auch nicht gefällt. Und ja, ein bisschen Schatten muss hier unter dem Kopf. Hier die Schnauze ist auch hier so dunkel im Schatten. Und hier und da könnt ihr auch schon mit Grau. Vor allem da, wo es wirklich dunkel und kalt ist. Ansonsten mag ich es in Rosa. Also hier die Pfoten, die finde ich sehr schnuckelig. Und die gehören für mich eher in Rosa. Also einfach so ein bisschen schattieren, ein bisschen machen. Also wirklich so, ja, möglichst hübsch. Meine Lieben, könnt ihr gerne hier einfach, weil der Hund so weiß ist, könnt ihr auch mal versuchen, auch so eine Outline zu machen. Es schadet ja nicht, es ist ja eine Illustration. Es muss nicht so mega super realistisch sein. Warum ist hier so ein Fleck? Hier habe ich verschmiert. Und die Outline an sich muss jetzt nicht überall dieselbe Dicke haben, sondern kann so aufsteigend und wieder so sanfter werden. Einfach damit man sieht, wo die Begrenzung vom Hund ist, wo alles aufhört und beginnt. Und es so wirklich wie so eine Kinderbuchillustration ein bisschen wirkt. Einfach der Hund von einem Kinderbuch. So zumindest gefällt mir die Vorstellung und so würde ich es machen. Und hier so ganz süß. Ansonsten ist ja das schon, wie gesagt, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche Farbe ich nehmen soll, habe ich letztendlich alles Mögliche mit reingemischt. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, denn jeder hat seinen eigenen Hund und ihr könnt auch wirklich hier zum Beispiel auch den Fleck verkleinern. Der ist bei manchen viel kleiner als bei meinem Hund. Könnt auch die Ohren zum Beispiel, manche sind viel dunkler, also hier ein bisschen mehr Schwarz reintun, weil eben jeder Hund anders ist. So. Und auch hier, also wie es euch gefällt. Und hier unter den Augen hat er ganz fein. Und ja, die Augenbrauen sind auch sehr süß, also guckt, ganz, ist ganz typisch so traurig irgendwie. Das gefällt mir auch. Also guckt so wirklich, wirklich süß. Ja, ja. Das habe ich jetzt so geformt. Es ist wirklich, also der Hund, den ich mir jetzt gerade so ausgesucht habe, weil ich mehrere Fotos habe, würde ich euch auch empfehlen. Denn das Ohr würde ich ein bisschen hier nach hinten ziehen, also ein bisschen kleiner machen. Ein bisschen kleiner. Also das heißt mehr Schwarz vom Kopf. Ja, und das war's.
Ja, und vielleicht so ganz feine Linien, die hier das Ganze begrenzen. Und hier mache ich das. Also das müsst ihr nicht. So ihr Lieben, das war's mit meinem Jack Russell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein bisschen schwierig, bis ich die Farben am Anfang bekommen habe, wie die genau sind und waren. Aber das hier ist mein neuer Block und mein neues Papier. Wollte ich euch zeigen gleich. Also es heißt Skizzenblock. Und man kann hier sehen, was das eigentlich für ein Ding ist. Ich habe den gekauft, nicht bei Amazon, aber ich werde googeln. Wenn es den bei Amazon gibt, werde ich euch den unten verlinken. Ich habe ihn, glaube ich, bei Otto Büro Möbel, also Büro, Otto Office heißt es, gekauft. Und zwar 5 Stück auf einmal, da ist der Preis dann niedriger. Und ich dachte, wir werden ja in Zukunft mehr malen, falls Artikel 13 meinen Kanal nicht killt, was zu befürchten ist, werde ich natürlich weiterhin malen. Und ich brauche so einen Skizzenblock für euch, ja. Sowas brauche ich dringend. Ansonsten, ja. Hoffe ich, gebt ihr mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns wieder. Bis demnächst. Eure Dani. Tschüss.